Jo, herzlich willkommen. Mal wieder auf meinem Kanal hier. Wollen wir noch mal ein bisschen zocken, würde ich mal sagen, oder? Das war mal was anderes. Ja. Mal hoffen, dass die Lautstärke passt. So halbwegs, ich habe da ein bisschen rumgepruckelt, das wird schon hinhauen. Ich muss vorab sagen, ich habe es jetzt schon einmal durchgespielt, aber man sollte es ja dann halt noch mal durchspielen, weil eben wegen der Story und ja. Ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los mit dem neuen Spiel. Ja, wollen wir. So. Ich habe es auf normal gespielt. Das wird ziemlich fix. Ich mag es nicht einschätzen, ab wann. Vielleicht ab dem ersten Drittel oder ab der Hälfte dann. Wird es knackig schwer. Deswegen gehe ich auf leicht. Und jo. Ab geht die Reise. Ja. Docker. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine Was ist das? Mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Genau, wofür bezahle ich euch? Oder auch nicht? Hier keine Ahnung. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Oder auch nicht. Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Jetzt erstmal Kohle. Naja. Ich muss dazu sagen, ich habe die Musik deaktiviert, weil ich hatte eigentlich schon mal aufgenommen gehabt. Und zwar das zweite DLC, Burial at Sea 2. Also Seebestattung 2. Ja, das hat man mir gestrikt für Deutschland und für noch ein Land, weil da Musik drin war. Irgendwas aus Italien. Naja. Wollen wir mal sehen hier. Gab's hier irgendwas? Ja, in der Tat, Geld. Irgendwas gibt's ja immer. Wir sind Jäger und Sammler. Bringen Sie uns die Kleinen und tilgen Sie die Schuld. Das ist Ihre letzte Chance. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Von deinen Sünden wasche dich rein. Viel Glück damit, Kumpel.
Mal schön sammeln. Das übersetzt er hier aber nicht. Finde ich doof. Lied. T. Keine Chance. Ist jemand da? Hallo? Kein Anschluss hinter dieser Nummer. Soll Columbia jetzt liegen oder wie? Also im Himmel auf diesen Positionen. Gibt ja so viel zu entdecken, ey. Ah. Der Kohle hier. Qual und ausmachen, klasse. Von hier kann er das lesen und übersetzen, da oben links. Okay. Gibt's nix. Den hätte ich wohl auch von vorne durchsuchen können. Finde ich auch. Ist ein bisschen, was? Entscheiden Sie. Enttäuschen Sie uns nicht. Ja, das hätte ich auch so rausgefunden. Geschichte. Einmal, zweimal, zweimal. Was in aller Welt? Ist natürlich Bombe gemacht, ne? Wohl in den schicken Sessel da setzen. Naja, mit Handfesseln schick, ich weiß ja nicht. So, Unterarm. So, mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2,
1. Nein! Aufstieg. Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Ja, das will ich aber auch mal sagen. Wir sind im Himmel, wa? Was? Gleich auseinander die Kiste hier, wa? Au. So, im ersten Teil konnte man sich, glaube ich, mehr umgucken in dieser Pool, ne? Wo es dann der Rapture ging. Weiß gar nicht mehr, schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Bevor ich Mist erzähle, erzähle ich lieber nichts, weil sonst fange ich hier an zu spoilern. Kennt ja nun mal nicht jeder die Story hier. Davon will ich mal ausgehen. Hier gibt's auf jeden Fall erstmal Kohle, das ist schon mal nice. Immer her damit, können wir gut gebrauchen. Munition kaufen. Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Silver Eagle. Ja. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Na, sammel doch auf. Da liegt noch was. Oh. Gibt's da gar nicht. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. So, jetzt aber. Naja, so, da waren wir. Der Spross des Propheten. Von hier sind wir gekommen, glaube ich. Ja. Dann können wir hier noch rein. Gibt es dasselbe nochmal irgendwie in grün? Ja, so halbwegs. Geld ist immer gut. Liegt hier einfach mal so rum. So. Denken sich Flaschensammler wahrscheinlich auch, das Geld liegt auf der Straße. Oder auf Tellern, wie man sieht.
Oh, und das im Restaurant so, das wage ich zu bezweifeln, aber nur gut. Ein bisschen Bücher hier. Ja, grafisch ist das natürlich hier, ne? Also kann man echt nicht meckern, würde ich sagen. Ah, soll ich dir nochmal eine dumme Frage stellen? Flachzange. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin... Junge, jetzt ist aber gut. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Was für eine Sekte, oder? Geläutert werden, Bruder? Eigentlich ja nicht. Das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bin ungläubig, Leute. Ich bin Heide. Lass mich doch nicht taufen, Mensch. Halleluja! Aber er lässt mich ja sonst nicht vorbei. Lass uns den Betrüger aus dir austreiben. Gepriesen sei der Prophet. Lobe den Herrn. Ja, mach. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ja, genau, also auch nicht. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Ja, und Vater Franklin erhielt einen goldenen sollte er mal speichern, weil Edens Industrie ist über alle anderen Nationen 20 Minuten Video, ja. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft... Na komm, sabbel mir nicht voll, ja. Mach mal einen Speicherpunkt. Wer du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engels. Ihr Sektenvögel, ihr geht einfach voll auf den Keks, ey. Alter Schwede. Haltet doch einfach die Gusche. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ah, genau. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Der Typ ist genau meine Krankheit. Ich finde das so geil.
voller Idioten. Ja. Oh, geil. Wäre schön, wenn er mal speichert irgendwie. Ja, natürlich verdammt geil gemacht hier so, oder? Hier in den Tod springen? Ja, kann ich, könnte ich. Oh. Das hätte ich jetzt aber nicht gewollt. 10 Uhr morgens an. Da gibt's einen Wasserfall und alles. Morgen? Freut mich sehr. Das ist das Coole hier, die grüßen einer, ne? Kennen mich ja alle. Limo für die Damen und Amüsement für alle Altersgruppen. Na hier, der dem Arzt Schröder die Konkurrenz noch mit der Zeitung vor der Tür oder was? Ich sag dir, Holton Stoll ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Mhm. Aha. Ich sage ihm, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Naja. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles arbeiten, die schon vor Monaten... Daran sieht man natürlich auch im Steam, dass ich das schon gespielt habe, ne? Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Lauscher und so. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Mal rein damit. Wenn er Pech hat, kriegt er Blähungen. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Ja, wie ein Turnschuh. sag lieber nix, weil... Spoiler. Was mir jetzt aber übrigens auch jetzt erst auffällt. Kurz im Mülleimer wühlen. Ja, hört mal auf mit eurem Gedöns hier. Schon wieder Silvester oder was? Komm ein bisschen hin. Sorry, Mann. Du musst warten wie alle anderen. Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Läuft. Das speichert aber einfach nicht, ne? Ich selber kann gar nicht speichern, oder? Ne, Kontrollpunkt, ja. Klasse. Super, warte. Quack. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Spiel zwingt einen weiter zu zocken, ja? Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Sozusagen. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Ja, wir sind frech, wir nehmen uns. Schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Die ich deaktiviert habe oder nicht kommt, weil, ich keine Lust habe. Ah, Banane, was Gesundes. Wieso kann man jetzt schon Gesundheit einsammeln? Hier passiert ja noch gar nichts. Ich wette, wir kommen hier nochmal vorbei irgendwie.
mir beim Spielen auch jetzt nicht so unbedingt aufgefallen. Aber unmöglich ist es nicht. Das Wort des Propheten präsentiert. Lalalala. Falsche Hürde. Naja. So, wie war das noch? M-Drücken? Okay, also dann schauen wir uns doch hier erstmal noch um. Würde ich sagen. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchen. Ja, jetzt halt mal dein Unkraut da. Schön bei dir. Kann ich nicht gebrauchen, sowas. Ein Secret hier irgendwie, das man nicht gefunden hat, ja. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Das sieht mir bald so aus, das könnte man da irgendwie rein. Und die Frage wie. Aber bevor ich das jetzt weiter versuche und den ich endlich mal abspeichert hier. Ja, hier links rum, ganz klar. Hier gibt es irgendwie nichts, hier kann man nochmal schön gucken. Alter Schwede, ey. Ich wette, bevor er speichert, gibt es noch mal irgendwie Action hier, wa? Ich glaube fast, mir ist absolut auch so, ja. Na, speichertechnisch ist das ja gerade ziemlich kacke hier. Ich muss dann erstmal rennen, mir geht aber langsam der Speicherplatz aus. Telegramm für Sie! Ja, schön. Telegramm für Sie, Sir! Der Wood, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess. Was zum... Erwischt. Nice. Naja, ich bin touristisch, schon klar. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Tja. Sieh sie dir an. Ist sie nicht eine Schönheit? Hallo, mein Freund! Bruder. Kann ich einen Popcorn wegfressen? Kann ich nicht. Produziert. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Oh. Die bereiten schon das Feuerwerk. Ja, gesperrt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Ein Schluck. Kann man hier auch, ja. Die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Musik.
Boah, ist viel zu jung zum Träumen. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von ihm. Die Vox Populi gebietet ihr. Voxaphone! Voxaphone! Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Ja, das nenne ich mal Vinyl. Das ist doch cool. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Hä? Das Beste! Jeden Cent wert! Aber Palawan. Hat der Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich mal. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Wie ging denn das hier noch? Ich hab keine Ahnung mehr. Aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Ist aber mein Eis. Von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sehen wir. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Die Verlosung ist gewonnen. Tja, ich muss da rein, aber wie? Kommen Sie her. Ah. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Press to turn machines into allies. Ja, das ist gut. Verdammt, was war das? Ah, so ging das, ne? Der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso? Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Zahl. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich's mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Meines im Moment nicht. Ich will die Zuckerwatte haben, Mensch. Ah, dann behalt sie. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Ja, da kannst du laut sagen, das bin ich auch. Achso, das auch noch. Unmöglich. Ey, lass mal, der hat mir zu komische Augen. Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Wann hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Gottes Willen, ja. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Was zum... Herzliche Grüße, Constance. Ich hätte den falschen Hirten an seinem Zeichen erkennen. Ich bin also der falsche Hirte. Na gut, wird ja fast stimmen, wa? Wie gesagt, bin ich ja heil und ungläubig. Muahaha. Sometimes I
hoch. Also, ich kann mal sagen, gehen wir hier hoch, oder? Wollen wir ziehen? Ich hab da so ein Gefühl. Mag er denn endlich mal speichern? Verdammte Axt. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hey, jo. Mister! Mister! Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. Na. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Ja, also. Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Bitte nicht. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tun Sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee immer lieber schwarz? Nimm lieber mich. Oh, da haben wir ja einen ganz. Wenn ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich ihn beworfen, ne? Zum Ansage, jetzt werf ich mal zum Paar. Da ist er. Das macht gar keinen Unterschied. Finde ich lustig. Du hast Brandzeichen. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Scheiße. Na ja, komm her, kriegst du auf die Murmel. Noch mehr von euch? Na ja, komm her, kriegst du auf die Murmel. Was auch immer er da angezeigt hat, ich bin mitten im Kampf, sabbel mich nicht zu. So. Ich meine Wumme wieder? Nein, noch nicht. Ich brauch eine Piste. Ah, wie denn? Ich bin gerade den Kopf abgetrennt, ey. Alter Schwede, ey. Wer sagt das? Hier, mach das Tor! Oh. Oh, das ist eine Wumme, die will ich haben. Geil. Ich jetzt endlich mal speichern könnte, verdammt. Das ist so ein Mist. Hören wir hier erstmal kurz auf.